Was geht ab? Assalamu alaikum. Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Meine Stimme ist ein bisschen kaputt. Gestern haben wir demonstriert in Düsseldorf. Ich danke jedem Einzelnen, der da war. Ich werde vorab am Ende dieses Videos die Rede, die ich dort halten durfte, Dankeschön auch nochmal dafür, einfügen, damit ihr das auch hören könnt. An dieser Stelle, ich halte das Video kurz mit meinen Ansagen, sondern möchte euch Bilder einblenden. Denn so wie ich es mir gedacht habe. Die Medien in Deutschland berichten über eine Demonstration, wo nach meinem Gefühl 20.000, 25.000 Leute locker da waren. Offiziell heißt es 17.000. Sei mal dahingestellt. So viele Menschen friedlich demonstriert haben. Friedlich. Es gab keine Zwischenfälle. Und ich will euch mal kurz zeigen, wie berichtet wird. Tagesschau. Die Demonstration wendet sich gegen den Krieg in Gaza und war eigentlich als Schweigemarsch geplant. Doch nach Angaben der WDR-Reporter vor Ort ist es sehr laut. Es seien bisher mehrere Strafanzeigen gestellt worden. Schon im Vorfeld seien antisemitische Transparente von der Polizei beschlagnahmt worden. Ja, natürlich, wenn du 17.000 Leute hast, wird es den einen oder anderen geben, vielleicht ein schwarzes Schaf, der irgendwas Verkehrtes hochhält. Klar, das hast du auch bei jedem Fußballspiel. Ich würde gerne Statistik sehen, wie viele Strafanzeigen regelmäßig bei Fußballspielen gestellt werden. Also das sei mal dahingestellt, aber 17.000 Menschen. Wo habt ihr 17.000 Menschen, die für Menschenrechte demonstrieren, wo es so friedlich abläuft wie gestern in Düsseldorf? Ich werde euch gleich Szenen einblenden. Bitte merkt euch das. Dieses Zitat, ich lese nochmal vor. Nach Angaben des WDR-Reporters vor Ort ist es sehr laut. Es seien mehrere Strafanzeigen gestellt worden. Also es wird das Bild impliziert. Ich weiß nicht, welcher WDR-Reporter vor Ort war. Auf jeden Fall, liebe Grüße gehen nicht raus an dieser Stelle. Es wird impliziert, es war wieder schrecklich. Es war wieder ja, chaotisch und wieder die Scheiß Ausländer. Okay, wir machen weiter. Rheinische Post. Obwohl als Schweigemarsch angekündigt, waren zu Beginn des Demonstrationszuges zahlreiche Sprechchöre zu hören, die Free Palestine skandierten. Ganz schlimm. Im weiteren Verlauf waren die Teilnehmenden dann aber ziemlich ruhig. In so einem Nebensatz mal eingefügt. Die Organisatoren des Zuges waren sehr darauf bedacht, dass sich die Teilnehmer an die von der Polizei vorgegebenen Regeln hielten. Über Lautsprechern riefen sie zur Ordnung auf. Die Tagesschau, einer meiner Lieblings-Favorite-Berichterstatter. Nach dem Terrorangriff der islamischen Hamas auf Israel haben in Deutschland an mehreren Orten pro-palästinensische Demonstrationen stattgefunden. Die Kundgebungen blieben weitgehend friedlich, allerdings gab es vereinzelt Verstöße. Anstatt zu sagen, 17.000 Menschen haben ein Beispiel dafür geliefert, wie man zu demonstrieren hat. Guck mal, wie schön das ablief. Nein, der Opener, der erste Satz muss sein, nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas haben Leute protestiert für Palästina. Was will man damit machen? Sag mal bitte selber. Bitte schreib mal in die Kommentare, ich küsse dein Herz. Meine Stimme ist schon kaputt. Schreib mal in die Kommentare, was will man damit machen? Man will jeden, der da demonstriert hat, doch verunglimpfen oder nicht, in eine Ecke stellen. Richtig krass. Tagesschau, ich küsse dein Herz für gar nichts. Aber egal, wir machen weiter. Der Tagesspiegel, auch richtig krass. Mehrere verfassungsfeindliche Plakate konfisziert. Rund 17.000 Menschen bei pro-palästinensischer Demo in Düsseldorf. Angemeldet waren 1.000 teilgenommen an der pro-palästinensischen Demo, haben fast 17.000 Menschen. Die Polizei konfiszierte schon im Vorfeld mehrere verfassungsfeindliche Plakate. Direkt so von dieser negativen Seite berichtet. Hier wird auch nicht so das Bild vermittelt, ey, eigentlich war das friedlich, eigentlich war es richtig gut. Was heißt eigentlich? Es war richtig gut. Viele Demonstranten, für egal was, sollten sich mal eine Scheibe von denen abschneiden. Aber das Bild wird nicht impliziert. Egal, wir machen weiter. Der Westen. Ich brauche nicht viel dazu zu sagen. Die vielen Menschen verstopften zudem die Straßen und sorgten für ein regelrechtes Verkehrschaos. Ist ja nicht bei jeder Demo so, ne? Ist ja bei der CSD auch nicht so. Ist ja bei der Pride-Parade auch nicht so. Also bei einer Demo müsste es eigentlich so laufen, die Menschen müssen sich in Luft auflösen, wenn Fahrzeuge kommen. Okay, egal, wir lesen weiter. Nach der Abschlusskundgebung auf dem Johannes-Rau-Platz mit 17.000 Ausrufezeichen Menschen war der Aufmarsch gegen 18.30 Uhr dann vorbei. Eine überwiegend friedliche Demonstration zog der Düsseldorfer Polizeiführer im Nachhinein eine Bilanz. An dieser Stelle ein Riesenrespekt und sehr viel Liebe, Unterstützung und Anerkennung für den Verbinder, der dort immer wieder mit uns Kontakt gehalten hat von der Polizei. Und alle anderen Polizisten, die vor Ort waren auch. Respekt und Dankeschön. Und es gibt wirklich viele schwarze Schafe, die ihren Job nicht korrekt ausführen. Und wir haben viele Probleme in diesem Land. Aber die Polizei Düsseldorf, die gestern vor Ort war, Chapeau. Bitte lasst auch in den Kommentaren Liebe da für die Polizei Düsseldorf. Vielen, vielen lieben Dank. Aber die Berichterstattung, ihr seht's. Die sagen am Ende, ja, es war friedlich, aber alles fängt mit so einem krassen Opener an. Damit die, die nur die Schlagzeile sehen, sofort wieder dieses negative Bild haben. Ich verstehe es nicht, Digi. Ich verstehe es absolut nicht. Jetzt möchte ich euch was zeigen. Guckt euch bitte mal selbst Live-Bilder an von der Demo. Ich habe alle 10, 15 Minuten habe ich ein Video aufgenommen, wie ich auch die Massen gezeigt habe. Dann könnt ihr euch selber ein Bild davon machen. Wir haben sogar einen Polizisten gefragt.
Freunde, wir sind ungefähr, ich würde sagen so, nach meiner eigenen Schätzung, 15.000 Leute. Hört ihr irgendwas? Wir wollen heute hier still marschieren, mit so vielen Menschen. Bei jeder Demonstration wird verallgemeinert, dass wir eine unmenschliche Horde sind, die sich an nichts halten und dass unsere Absichten auch nicht so rein sind, wie man denkt. Hinter mir stehen 15.000 Menschen. 15.000 Menschen, die alle gerade ihren Mund halten und mit ihrer Stille demonstrieren. Wa alaikum salam, Bruder. Islam, was geht? Und hinter uns sind circa 10.000 bis 15.000, 16.000, 17.000 Menschen. Echt? Sind wir so viele? Ja, wir sind so viele. Alle ruhig. Machen wir mal. Freunde, wir stehen gerade. Alle stehen. Da sind 15, vielleicht 16, 17.000 Menschen. Alle friedlich. Hört ihr irgendwas? Wir stehen gerade. Mashallah. Guckt euch mal diesen Regen an, das ist Berek jetzt. Wir demonstrieren hier für Menschenrechte. Bruder, ein Bruder hat es gerade schön gesagt, er hat gesagt, in Gaza fliegen Bomben und hier fliegt Wasser, ja, worüber beschweren wir uns? Die Schlange geht von hier immer noch bis zum Bahnhof. Immer noch. 20 Minuten, stell dir vor. Wie bitte? Vom Hauptbahnhof bis hierhin 20 Minuten. Ja. 20 Minuten Fußweg. Voll mit Menschen. Und alle friedlich. Ihr hört keinen Ton. Alle friedlich, alle schweigen. Freunde, wir haben hinten, wir sind, ich sag über 20.000, was sagst du? Die Polizei hat 35.000 geschätzt. 35.000 geschätzt. Genau. Und guck mal, es ist so ruhig. Nicht, dass es wieder hinterher heißt, irgendwelche Medien, die Bild berichtet, das gab das, das. Es ist komplett ruhig. Ich habe die Polizei gerade gefragt, keine Zwischenfälle. Keine Zwischenfälle. Alhamdulillah. Ja, wir können fragen. Auch, also ich finde es nicht. Ich nehme keine Person auf. Ich nehme nur mich selber auf. Fragen, was Ihre Meinung ist, ob es gerade friedlich läuft oder nicht. Ob es gerade für Sie friedlich hier ist oder nicht. Kalt ist es ja. Nein, gab es bis jetzt irgendwelche Zwischenfälle inzwischen? Nicht, dass wir es. Okay. Vielen lieben Dank das dafür. Reicht schon, danke schön. Ich filme nur mich selber. Darf man Ihre Stimme hören in dem Video? Ich mache das für YouTube. Wenn Sie nicht wollen, schneide ich es raus. Raus, okay. Aber darf ich darf von Dritt sagen, berichten, der Beamte, der nette Beamte, das sind übrigens alle sehr nett hier, haben gerade bestätigt, es gab keine Zwischenfälle. Bis jetzt. Und inshallah bleibt das auch so. Und ich bin sehr stolz auf uns alle, dass es so ist. So, ihr habt die Bilder gesehen. Ich wusste von Anfang an, dass die Medien hinterher wieder nur Bullshit berichten werden. Ist auch so passiert. Aber alles gut. Ich durfte dort eine Rede halten. Diese Rede möchte ich euch auch noch zeigen. Die Rede war ursprünglich viel länger. Ihr seht, ich werde viele kleine Karteikärtchen, die ich vorbereitet hatte, zur Seite packen. Ich musste Karteikarten vorbereiten, weil es abgesegnet werden musste, was ich sage. Denn es gibt ja auch Dinge, die du nicht sagen darfst heutzutage. Und deswegen musste ich das schriftlich einreichen. Normalerweise, ich rede immer Freestyle. Und ja, ihr werdet sehen, ich überspringe viele, weil ich war, ich glaube, der 5. oder 6. Redner und vieles wurde halt schon gesagt und ich wollte die Masse, die dort mitten im Regen, in dieser Kälte dort standen, nicht weiter in die Länge zögern, indem ich zum 17. Mal wiederhole, was schon gesagt worden ist. Deswegen guckt euch das an. Ich glaube, das Gedankenspiel am Ende ist ein sehr schönes. Da wurde ich inspiriert von einem Film, Die Jury. Könnt ihr euch vielleicht auch gerne reinziehen. Mit den Worten, passt auf euch auf. Assalamu alaikum, schönen Tag noch und Peace. Ich weiß, es war ein sehr langer Tag. Ihr seid nass, ihr seid kaputt, ihr seid müde. Und deswegen möchte ich auch nicht 17 Mal alles, was ich jetzt hier sage, wiederholen. Wir alle wissen, was passiert ist. Ich möchte aber diese Worte, die ich jetzt an euch richte, filmen und auch auf YouTube veröffentlichen. Damit nicht nur ihr das hört, sondern damit unsere Umma das hört. Also wenn ihr mir helfen wollt, dann könnt ihr gerne jetzt auch eure Hände nicht anmachen, damit man ein bisschen mehr sieht. Damit könnt ihr unterstützen. Ich bin heute nicht als Influencer hier. Ich bin auch nicht als Vorbild hier. Oder ich bin auch nicht als Maestro hier. Deswegen wurde ich auch als Attila angekündigt. Ich bin hier als ein Sohn von Deutschtürken. Als ein Enkel von Gastarbeitern. Ich bin hier als der Vater eines Kindes in der 4. Generation in Deutschland. Ich bin heute hier als Mensch.
als jemand, der die deutsche Sprache perfekt beherrscht. Ich bin als jemand hier, der die deutschen Gesetze kennt und achtet. Aber ich bin auch als ein Muslim hier. Als ein Aktivist für Frieden. Wenn ihr euch schneidet, blutet ihr? Wenn ihr traurig seid, weint ihr? In den letzten Wochen sind sehr viele Menschen getötet worden. Menschen, die, wenn die sich schneiden, auch bluten. Die auch weinen, wenn sie traurig sind. Dazu zählen auch unschuldige Israelis, aber auch unschuldige Palästinenser. Und als erstes, bevor wir uns fragen, ob wir das stoppen können, und bevor wir die Waffen niederlegen können, müssen wir erstmal den Mut haben, zu sagen, dass das falsch ist, dass ein Palästinenser nicht getötet werden darf. Aber heutzutage habe ich das Gefühl, dass du das nicht sagen darfst. Dann wird dir deine Reichweite genommen, deine Rechte werden dir genommen, deine Grundrechte werden eingeschränkt. Alhamdulillah, heute durch die Polizei nicht. Und danke dafür. Aber ich habe eine Frage an euch. Sind Menschen unterschiedlich viel wert? Aber manche Menschen sehen das leider so. Und deswegen, ich habe eine ganz lange Rede vorbereitet, aber vieles wurde schon gesagt. Bevor ich das jetzt alles vorlese, möchte ich ein paar Fragen an die Bundesregierung stellen. Fragen, die heute noch nicht gestellt worden sind. Und zwar, das Abschneiden der Bevölkerung von Wasser, Nahrung, Elektrizität, medizinische Versorgung wurde letztes Jahr ganz klar, laut und deutlich als ein Kriegsverbrechen und als terroristischer Akt gewertet. Und ich frage die Bundesregierung, ihr hattet jetzt einen Monat Zeit nachzudenken. Ist das ein Kriegsverbrechen oder nicht? Ich bitte um eine klare Antwort. Sind Angriffe auf Krankenhäuser, aber nicht nur Krankenhäuser, Bäckereien, Flüchtlingsunterkünfte, lebenswichtige Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, sind das keine Kriegsverbrechen? Manche Menschen sagen, die Palästinenser sind selber schuld. Sie sagen, die Palästinenser haben doch selber gewählt, was ihnen passiert ist. Und deswegen möchte ich eine Frage stellen. Wenn heute in Deutschland Bomben einschlagen würden und wir alle, wie wir hier sind, ums Leben kommen würden, werden wir dann selber schuld für die Fehler, die die Regierung macht? Ich möchte zum Abschluss, ich will es kurz halten, ein Gedankenspiel machen. Und wenn ihr euch an diesem Gedankenspiel beteiligen wollt, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, eure Augen kurz schließen oder euch in die Situation hineinversetzen, was ich euch jetzt gerade beschreiben möchte. Und dafür bitte ganz viel Ruhe. Ein Kind sitzt inmitten von Trümmern. Es ist ein Junge. Er ist 5 Jahre alt. Er sitzt zwischen diesen Trümmern. Seine Eltern, die sind soeben gestorben vor seinen Augen. Er weint so laut er kann, aber keiner hört ihn. Er weiß nicht, dass die nächste Rakete schon unterwegs ist. Er weiß nicht, dass die nächste Rakete ihn gleich treffen wird. Er weiß es nicht. Eine Rakete, die sein kleines Herz in Stücke reißen wird. Er fasst sich all seinen Mut zusammen und er versucht aufzustehen, weil er sich denkt, nein, ich gebe nicht auf. Weder Allah noch diese Welt hat uns Kinder hier aufgegeben. Er will aufstehen. Und in dem Moment fällt die Bombe und zerstört sein unschuldiges Leben. Er ist 5. Wenn ihr die Augen gerade zu habt, könnt ihr diesen Jungen sehen? Okay, und jetzt bitte stellt euch vor, dieses Kind ist blond, hat blaue Augen und heißt Max. Wäre das dann immer noch fair? Bitte lasst uns alle gemeinsam aufstehen, unsere Stimme erheben gegen Unrecht auf der Welt, gegen alle Menschen, alle Nationen. Das waren meine letzten Worte. Dankeschön. Assalamu alaikum. Düsseldorf, das